begrüße Sie heute Abend. Werte Damen und Herren, werte Protestmenschen, Passanten, Neugierige, gestatten Sie, dass ich jetzt nicht von Mitstreitern rede, sondern von Aktivisten der Zivilgesellschaft. Mein Name ist Eberhard Böck. Ich werde Sie in Vertretung der Cannstatter-Initiative gegen Stuttgart 21 und der Tagschützer durch die heutige Veranstaltung geleiten. Diese Veranstaltung beschäftigt sich insbesondere mit den Auswirkungen von Stuttgart 21 auf diesen Stadtteil. Deshalb haben wir Sie heute hierher nach Cannstatt auf den Cannstatter Marktplatz gebeten. So, meine Worte oder andere. Ich bin doch nicht blöd. So wehrt sich der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gegen den Vorwurf, er habe den russischen Ministerpräsidenten Putin mit Hitler verglichen. Schäuble hatte das russische Vorgehen auf der Krim mit Hitlers Annexion des Sudetenlandes 1938 verglichen. Die Süddeutsche Zeitung resümiert, nicht blöd, aber blöd. Saublöd und dreist war Schäubles Appell, als er vor der letztjährigen Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn AG Stuttgart 21 in eine nationale Bedeutung hob. Sie erinnern sich, dass es im März 2013 um ein mögliches Aus für dieses Projekt ging, nachdem Volker Käfer zugeben musste, dass die Chance 2 Milliarden mehr kosten würde. Und die Aufsichtsräte waren so blöd einzuknicken, nachdem auch der Kanzleramtsminister Profalla ein paar Mal telefonierte, um die nationale Bedeutung dieses Projekts zu verdeutlichen. Sie erinnern sich, alles war. Sie erinnern sich, Herr Profalla befindet sich ja inzwischen auf Umwegen in den Vorstand der Deutschen Bahn AG. Ja, da soll er doch hin. Da ist er dann in den richtigen Herrn beieinander. Aber wir haben jetzt den Dreck im Schachterl, beziehungsweise im Kessel, im Stuttgarter Kessel, buchstäblich drinnen. Und am Zugang ins Freie, nämlich ins Neckartal. Da wird kräftig herumgemürzt mit erheblichen Auswirkungen auch auf diesen Stadtteil Cannstatt und seinen Verbindungen in die City dieser Möchtegern-Metropole. Ein Jahr nach dieser Blödheit zum Weiterwürsteln titelt unter anderem die Süddeutsche Zeitung vom 24. Februar, Zitat, die Bonität bröselt. Gleise und Brücken der Bahn werden immer schlechter, weil zu wenig Geld da ist. Bahnchef Grube beziffert den Sanierungsstau auf 30 Milliarden Euro. Bei 1.400 von insgesamt 25.000 Eisenbahnbrücken bestehe dringender Handlungsbedarf. Zitat Ende. Aber so und so viele Milliarden wird dieses Monsterprojekt inklusive einer neuen Eisenbahnbrücke über den Neckar. Ja, ja, um Brücken wird es auch in der folgenden Rede gehen. Die nach dieser Kundgebung folgende Demonstration soll auf Brücken enden, mit einer Menschenkette, mit der wir gegen deren Abriss protestieren. Es sind keine Eisenbahnbrücken, sondern Brücken für Fußgänger und Radfahrer, freundliche Verbindungswege zwischen Cannstatt und Rosensteinpark. Ich begrüße in diesem Zusammenhang auch die Radfahrer, die heute einen schöneren und längeren Weg nach Cannstatt hatten. Ich hoffe, Sie kommen nachher alle mit und keiner schleicht sich dann zum Bahnhof oder zur Straßenbahn. Die Auswirkungen von Stuttgart 21 insgesamt. In diesem Stadtteil wird zunächst Wolfgang Isele erläutern,
dann, nach einem musikalischen Beitrag von Klaus Jörder, bitte der Geologe Dr. Latanza das Gefährdungspotenzial für Stuttgarter bzw. Cannstatter Mineralquellen darstellen. Und falls zwischendurch jemand Durst verspürt, kann er sich am Polizeibrunnen hier links von mir hinter dem Rathaus bedienen. Da sprudelt noch originales Cannstatter Mineralwasser. Aber nun bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für Wolfgang Isele. Danke.